Hallo und schönen guten Abend und schöne Herbstferien. Erstmal danke, dass ihr wieder auf meinem Kanal vorbeigeschaut habt, da freue ich mich immer. Worum soll es heute gehen? Ich sag's nur mal vorab, ich werde in sehr, sehr naher Zukunft wieder neue Tiere reinbekommen und da gibt es dann definitiv auch wieder Praxisvideos. Heute gibt es allerdings erstmal wieder ein Theorievideo und zwar zu einem Thema, was in letzter Zeit meines Erachtens nach wieder so ein bisschen hochgekommen ist, beziehungsweise was uns alle irgendwie so ein bisschen angeht, worüber wir alle aufgeklärt werden sollten. Und zwar ist das der Betrug mit unter anderem Vogelspinnen, im Allgemeinen mit wirbellosen Tieren oder auch mit Terrarientieren an sich. Das bezieht sich nicht nur auf Vogelspinnen, sondern eigentlich auf alles, was im Terrarium keucht und fleucht. Und zwar habe ich letztens einen Post gelesen auf Facebook, so ähnlich wie dieser hier. Es ging darum, dass eine Person, eine Theraphosa Blondi, die ja bekanntlich nicht gerade billig ist, also eine ausgewachsene Theraphosa Blondi Weibchen, kostet so zwischen 250 und 300 Euro. Das ist echt teuer. Also für eine Vogelspinne ist es wirklich richtig teuer. Die hat auch die Spiderlinge sind mittlerweile sehr, sehr teuer. Also ich glaube, ein Tier mit 2 Zentimetern, 2,5 Zentimeter Körperlänge, ohne Beine natürlich, kostet mittlerweile auch schon so um die 50 Euro, wenn nicht sogar mehr. Also Theraphosa Blondi ist eine relativ teure Art. Und eine Person hatte eine Theraphosa Blondi angeboten bekommen, auch so in der Größe, so Körpergröße ohne Beine 2,5 Zentimeter. Für, ich glaube, was war das? 30 Euro? Ja, genau, für 30 Euro. Sei wohl ein Züchter gewesen, hat da viel zu viele von, musste loswerden. Und die Person hat es genauso gemacht wie diese Person jetzt hier. Die hat gefragt, wer kennt den Züchter, wer kennt Lars Knote? Ich kann diesen Namen, glaube ich, erstmal so stehen lassen, weil der Name ein Fake ist. Der ist unter den Vogelspinnenleuten auf Facebook, ist das schon jahrelang bekannt. Ich glaube, es glaubt keiner mehr, dass da eine echte Person hintersteht. Also ich glaube, es gibt keinen Lars Knote, zumindest nicht in der Konstellation. Sollte jemand unter euch sein, der zufällig so heißt, regt euch bitte nicht drüber auf, ihr seid nicht damit gemeint. Es geht um eine langwierige Betrugsmasche innerhalb von diversen Facebook-Gruppen. Diese Menschen nennen sich aus was auch immer für Gründen immer Lars Knote und bieten Tiere an. Diese Tiere zu günstigen Preisen können gekauft werden oder sollen gekauft werden, was auch passiert. Die Tiere kommen dann auch meistens an. Es gibt auch Leute, die berichtet haben, dass nichts ankam. Die kamen meistens an und waren mehr oder weniger schon halbtot gewesen. Also mehr tot als lebendig, kann man eigentlich sagen. War ärgerlich gewesen, weil dieser Mensch, wie gesagt, nicht existiert. Es ist immer eine Riesenaktion, da hinterher zu hoppeln und das ist alles nicht gut. Was ich euch damit einfach nur sagen möchte, ist, seid bitte vorsichtig, wenn es um irgendwelche Facebook-Geschäfte geht. Lasst euch immer sowas zeigen, wie ein Personalausweis, irgendwelche Dokumente, denen ihr vertrauen könnt. Lasst euch zeigen, wie das Tier wirklich aussieht. Also nicht einfach irgendwo jetzt irgendwie ein Bild, sondern einfach stellt sicher, dass das wirklich das Tier ist, von dem die Rede ist. Und guckt mal nach, ob die Person irgendwie schon mal auffällig geworden ist. Also wenn ihr jetzt auf Facebook eingibt Lars Knote, da bekommt ihr Tausender solche Posts gefühlt. Ist nicht schön, muss nicht sein, denn eine Theraphosa Blondi ist wirklich ein schönes Tier und da muss es nicht sein, zumindest meines Erachtens nach, dass man da auf die Schnauze fliegt und sich verarschen lässt. Genau, wie gesagt, es ist eigentlich relativ einfach, sich davor zu schützen. Es reicht einfach zu, da mal genauer hinterher zu haken und nicht direkt irgendwas zu überweisen. Dieser Mensch ist übrigens auch, oder diese Menschen sind auch auffällig geworden, dass sie auch relativ schnell ausfällig werden. Also wenn ihr sie darauf ansprecht, dass sie schon mehrmals, oder dass er in Anführungsstrichen
schon mehrmals auffällig geworden ist, dann kann es sein, dass euch Beleidigungen um die Ohren fliegen. Muss nicht sein, wie gesagt, das war jetzt nur mal ein kleiner Fakt, aber mit dem Menschen, deshalb traue ich mich, das so zu zeigen, das ist ein Fake, also da soll sich bitte jetzt keiner aufregen. Ist, wie gesagt, es mag vielleicht Leute geben, die so heißen, die sind aber absolut nicht gemeint. Es geht um Betrug auf Facebook. Ich weiß nicht mal, ob die Personen überhaupt aus Deutschland kommen. Der zweite Punkt, mit dem ich heute über euch reden möchte, der halt auch einfach an Abzocke grenzt, sind dubiose Internetshops wie zum Beispiel dieser hier. Ich habe ihn, wie ihr sehen könnt, zensiert. Was stört mich so an diesen Internetshops? Wie ihr seht, ich bin da auch nur über einen Link drauf gekommen. Also das war jetzt nicht, dass ich danach aktiv gesucht habe, sondern mehr oder weniger durch Zufall drauf gestoßen bin. Wird mir hier ein Set vorgestellt, was für Vogelspinnen geeignet sein soll. Zwölfteilig, wie man sieht, und für Baumbewohner. Wie man hier unschwer erkennen kann, sieht man das Terrarium, die Spinne, alles weiter, das Ganze drumherum. Der Wahnsinn, was mich einfach nur daran stört, ist der Preis von 115 Euro. Das ist meines Erachtens nach einfach Abzocke. Weil ein Terrarium kann ich mir, also so ein Terrarium, das hat die Maße, ich habe es nachgeguckt, das ist jetzt leider nur ein Screenshot, ich kann jetzt nicht runterscrollen. Das Terrarium hat die Maße von 20x20x30. Wie ihr sehen könnt, soll da eine Poecilotheria regalis bei sein. Hier steht jetzt leider nicht bei, wie groß die sein soll. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich für 14,99 eine adulte bekomme. Vielleicht ein Bild fangen, aber das wäre ja auch nicht optimal. Das Terrarium hat die Maße von 20x20x30, ist also eigentlich ein Baumbewohner-Terry, aber meines Erachtens nach doch noch ein bisschen zu klein. Das ist das Erste, was mich stört. Und das Zweite ist halt einfach dieses total künstliche Zeug. Fängt an bei Kunstpflanzen. Geht weiter über Kokosfaser, Humus oder wie man das Zeug nennt. Kokosnüsse. Ich meine, habt ihr schon mal eine Vogelspinne gesehen, die in Kokosnüssen lebt? Sphagnummoos aus Neuseeland. Ja, das wird extra in Neuseeland abgebaut. Okay, Korkröhren kann man mit Baumbewohnern so stehen lassen. Ein Thermometer, was ich absolut überflüssig finde, da reicht ein einfaches für ein paar Mark aus dem Euroshop zu. Diese unglaublichen Wasserschalen, die mich mittlerweile einfach nur noch nerven, weil die einfach total schwer zu reinigen sind. Und natürlich die Krönung, das Wassergel. Jedes Mal eine Freude, wenn ich das sehe, denn es ist absolut unnötig und rausgeschmissenes Geld. Ich finde einfach, zum Beispiel ein Terrarium bekommt ihr sogar bei eBay Kleinanzeigen geschenkt. Den Rest bekommt ihr aus dem Wald. Okay, die Korkröhre müsste man sich bei Baumbewohnern tatsächlich mal aus dem Zoohandel holen, aber selbst die bekomme ich für ein paar Mark irgendwo bei eBay Kleinanzeigen hinterhergeschmissen, wenn nicht sogar geschenkt. Ich finde, dass 115 Euro, natürlich, es ist halt alles irgendwie Zoohandlung, also da kann man schon auf 115 Euro kommen, aber ich finde, ihr könntet das auch einfach entschieden günstiger hinbekommen, ein gescheites Terrarium auf die Reihe zu stellen. Und das muss man sich nicht von irgendwelchen dubiosen Online-Shops wie diesem hier bieten lassen, sich 115 Euro dafür aus der Tasche ziehen zu lassen, dafür, dass ihr eigentlich auch kostenlos in den Wald gehen könnt und euch da euer Zeug holt. Das mache ich ständig so und ich bin damit absolut zufrieden. Ich hatte noch nie Probleme damit gehabt, was immer alle meinen, ja von wegen was von Krankheiten und sowas, hatte ich noch nie gehabt. In der Natur ist auch nichts steril. Ja, und ich bin da einfach der Meinung, das kriegt der billiger hin und für mich ist das Abzocke. Nur mal kurz, dass ihr seht, dass das jetzt nicht, dass das keine Ausnahme ist. Sowas passiert relativ häufig. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich denn hier. Okay, jetzt streikt gerade die Technik, Entschuldigung. Ja. Hier habe ich nochmal ein zweites Beispiel, dieses Mal sogar ohne Spinne. Und es ist sogar noch teurer, fast 120 Euro, wie ihr seht, ohne Spinne. Dafür scheinbar mit Buch. Aber auch wieder
alles künstlich und wie ihr seht, ist das auch irgendwie alles nicht so das Wahre. Da wollte ich euch einfach nur mitteilen, lasst euch nicht übers Ohr hauen. Jetzt zu einer Aktion, die ein bisschen heftiger ist, wo es auch wirklich regelmäßig zu größeren Problemen kommt, sage ich mal, ist die Geschichte mit dem PET-Scan. Also PET-Scan kommt aus dem Englischen das Wort und heißt so viel wie Tierbetrug. Dabei geht es um eine Gruppe von Leuten, die aller Vermutung nach in Kamerun sitzt. Also Kamerun ist ein Land in Afrika an der Westküste, wenn ich mich. Ja, es müsste an der Westküste liegen. In der Gegend Nigeria, sagt uns ja allen mal was. Diese Leute bieten einfach gerade auf solchen Webseiten wie Deine Tierwelt, früher auch eBay Kleinanzeigen oder Terroristik.com oder wie die alle heißen, bieten die Tiere an zu einem extrem günstigen Preis. Das sind wie gesagt nicht nur Vogelspinnen, das können natürlich Vogelspinnen auch sein. Das geht auch um Leguane und um alles Mögliche, auch um Warane und alles, alles, alles. Wie gesagt, die sind meistens viel zu billig. Man bekommt dann einfach aus heiterem Himmel irgendwie eine Nachricht, ja, möchtest du jetzt hier einen, weiß ich nicht, Albino-Nilwaran besorgen? Hier haben wir ganz billig da, können wir dir importieren. Bezahl da mal so und so viel für, ist sehr günstig. Denkt ihr euch natürlich auch, klar, ist sehr günstig. Natürlich fallen Nilwarane nicht vom Himmel. Die kommen natürlich aus Afrika und die fliegen auch nicht von selbst hierhin. Also es muss Leute in Afrika geben, die das organisieren. Und wenn ihr selbst importieren möchtet, dann seid ihr in gewisser Maße auf diese Leute ein bisschen drauf angewiesen. Das stimmt, aber ihr müsst euch trotzdem nicht verarschen lassen. Denn spätestens dann, wenn etwas, wie ich gerade schon gesagt habe, extrem billig ist und dann auch noch über Banksysteme wie Paysafe oder Western Union oder Ucash, so sehr ich diese Systeme auch mag, die sind absolut spurenlos. Also wenn ihr da was überweist, das hinterlasst keine Spur oder hinterlässt keine Spur. Und die Ganoven können mit eurem Geld die Biege machen. Muss einfach nicht sein. Da wollte ich euch einfach vorwarnen. Auch wenn ihr jetzt irgendwie von irgendwelche Mails bekommt, von irgendwelchen Freenet oder Freemail-Anbietern, meinetwegen, ihr habt euch jetzt wirklich einen Nilwaran besorgt und irgendeiner hat das spitz gekriegt und schickt euch jetzt eine Mail irgendwie, ja, schönen guten Tag, Herr so und so. Ihr Nilwaran sitzt bei uns hier in Frankfurt auf dem Flughafen, ist gerade, steckt im Zoll fest. Können wir gerne weiterschicken. Bitte bezahlen Sie hier Gebühren von, was weiß ich, 500 Euro. Solche Instanzen wie der Zoll, die Polizei, Flughäfen, was weiß ich was, verwenden mit Sicherheit keine E-Mail-Programme wie Google, Web, AOL und wie die alle heißen. Das machen die einfach nicht und da haben sie eigenständige Server für und die sind auf sowas nicht angewiesen. Gerade mit Google. Google ist in dieser Hinsicht wirklich ein bisschen beliebt, weil Google ist nicht die Zurückverfolgung der IP-Adresse nicht richtig zulässt. Deshalb ist das bei diesen Leuten sehr beliebt und da würde ich euch dringend zur Vorsicht raten. Denn wenn eure E-Mail da irgendwie angekommen ist und oder bei euch ist eine E-Mail angekommen und die ist irgendwie komisch, wenn der Mensch angeblich aus Deutschland kommt und der spricht so schlechtes Deutsch, dass man sich nur denken kann, okay, das kommt jetzt vom Google-Übersetzer, dann kann irgendwas einfach nicht stimmen. Es gibt natürlich auch jetzt mittlerweile Programme, die ich auch gerne benutze, zum Beispiel Guerilla Mail. Guerilla Mail ist
würfelt euch praktisch selbst E-Mail-Adressen zusammen, die solche Leute unter anderem auch benutzen können, um ein ganzes Forum mit ihren Anfragen voll zu spammen. Ist nicht schön, aber ist halt so, und da solltet ihr auch vorsichtig sein. Also wenn jetzt irgendeine komische E-Mail-Adresse bei euch ankommt, die absolut keinen Sinn ergibt und auf die absolut keiner kommen würde, lieber dreimal vorsichtig sein. Diese Geschichte mit dem Pet-Scam ist in der letzten Zeit wirklich in die Moderne gerückt, sage ich mal. Diese Leute telefonieren nämlich mittlerweile auch mit euch. Es gibt wirklich Fälle, in denen die Leute misstrauisch waren, bei den Leuten angerufen haben und dann eine Riesenüberraschung erlebt haben, nämlich, dass da jemand an den Apparat gegangen ist, der perfektes Deutsch oder perfektes Englisch sprach. Und ab dem Zeitpunkt tun sich zwei Möglichkeiten auf. Entweder da ist noch jemand involviert, also involviert in Anführungsstrichen, jemand, der auch übers Ohr gehauen worden ist, der praktisch die Pakete weiter verschickt und weiter verteilt. Da gibt es auch so dubiose Geschichten mit diesem Paket weiterschicken. Ich glaube, ich kenne jetzt den Fachbegriff nicht dafür, ich bin kein Kriminologe, aber das gibt es und ist nicht schön, auch nicht für diese Person, weil die Person auch nicht weiß, dass sie gerade verarscht wird. Auf alle Fälle kann es halt auch passieren, dass wenn euch jemand mit perfektem Deutsch oder mit perfektem Englisch an Apparat geht, kann es auch einfach sein, dass diese Leute mit in dieser Masche richtig involviert sind. Denn es ist natürlich, den Leuten ist natürlich klar, wenn da jetzt jemand mit einem afrikanischen Akzent rangeht, dann ist die Sache für die gelaufen. Dann ist jedem klar, was los ist. Bei einem Deutschen ist aber natürlich Vertrauen da. Und Vertrauen bewirkt halt, dass das Geld schneller fließt, auf Deutsch gesagt. Die Leute verdienen sich dann da halt ein reiches Näschen mit. Wie gesagt, also nur deshalb, weil da jetzt einer sitzt, der grandioses Deutsch spricht, heißt es noch lange nicht, dass dieser Mensch euch nicht übers Ohr haut. Um euch das mal zu verdeutlichen, hat ein netter Forenbetreiber mal diese wunderschöne Tabelle, die ihr hier die ganze Zeit im Hintergrund bewundern könnt, herausgebracht, auf dem der angebliche Name mit der E-Mail-Adresse, der Username, die Adresse an sich mit dem Land und dem Datum der E-Mail-Adresse, der Datum der Registrierung und der IP-Adresse angegeben sind. Wie ihr seht, können diese Typen aus allen Herrgottsländern kommen, aus München, München in Deutschland, Berlin in Deutschland, Berlin in Deutschland und so weiter und so fort. Wie gesagt, das sind natürlich auch hier, was ist da dabei? Italien, die Ukraine, Frankreich, Dänemark, Schweden, Kanada, die Schweiz, Polen, die Elfenbeinküste, die USA, die Tschechoslowakei, die Türkei, England. Und wie ihr seht, geht das unendlich in die Länge. Letztendlich sitzen diese Leute aber alle in Kamerun. Die Leute, die tatsächlich in Amerika oder sonst wo sitzen, wurden mit verarscht. Das sind praktisch bloß Leute, die die Pakete hin und her schicken, um da damit auf die Betrüger nicht direkt der Verdacht fällt. Das sind praktisch ganze Ketten von Leuten, die einfach nichts anderes tun, als Pakete weiterschicken, weil sie irgendwie ein dubioses Jobangebot bekommen haben. Genau. Wie gesagt, ich kann da jetzt keine Romane drüber erzählen. Ich wollte euch da nur gewarnt haben. Das passiert in letzter Zeit häufiger, das ist auch mir schon passiert, dass mir einer da irgendwie einen Scolopendra Gigantea angeboten hat für 50 Euro. Normalerweise kostet er mal eben 300 und auch da habe ich gesagt, nein, danke. Ihr müsst da keinen Aufstand machen, ihr müsst den Leuten auch nichts vorwerfen, ihr sagt einfach am besten nein und dann hat sich das geklärt. Genau, das war die Botschaft, die ich hatte und ich hoffe, dass dieses Video einigermaßen interessant war, dass es einigermaßen informativ war. Genau, und hoffe, dass ihr da auch ein bisschen Spaß bei gehabt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst einen Button, ein Like da und dann sehen wir uns demnächst bei den Praxisvideos wieder. Es geht wieder um
Vogelspinnen und demnächst dann auch wieder um Skolopendras. Mal wieder. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.